Irgendwie muss es ja weitergehen, ne? Wir haben irgendwas übersehen, aber ich weiß noch nicht genau was. Hier brauchen wir das. Das Auge hat der Kobold. Heieiei, welch heikles Thema. Die obere Bibliothek. Das Erdgeschoss. Eine Laterne. Das ist gut. Das brennt. Das ist die einzige funktionierende Laterne, die ich erreichen kann. Dann nimm sie doch hin. Das wird dir nicht passen. Wieso habe ich die überhaupt übersehen? Kannst du den Mistelzweig nicht anzünden? Du musst dann nur da unten kurz Feuer machen. Und wenn du sie erreichen kannst, dann nimm dir doch bitte irgendwie die Kerze. Pinsel. Da unten müssen wir Feuer machen. Da unten müssen wir Feuer machen. Hier ist es zu dunkel. Ja, das sehe ich. Nee, das macht keinen Sinn. Kannst du den nicht hier die Kerze rausnehmen und die oben anzünden? Ja. Irgendwas muss man wieder machen, weil dann sonst würde das nicht so blinken. Ich versuche jetzt einfach nochmal alles. Ich weiß zwar nicht, was die Tasse machen soll. Das funktioniert hier nicht. Ja, wenn du sie erreichen kannst, dann nimm dir doch die Lampe hin. Hier wird rumklicken. Das ist die einzige funktionierende Laterne, die ich erreichen kann. Irgendetwas fehlt uns auf jeden Fall noch. Aber ich kann nicht sagen, was. Ich kann nicht sagen, was das ist. Und deswegen bin ich angepisst. Nein, wir lassen solche schlechten Scherze und ja, überlegen, was wir hier eventuell vergessen haben könnten, ne? Da ist nur die Leiter an das Schmuckkästchen. Kommen wir nicht ran hier. Öffne dich. Ja. Hier brauchen wir Nägel. Die Nägel ziehen wir vermutlich mit irgendeinem Hammer dann unten raus, würde ich sagen. Irgendwas haben wir übersehen. Aber ich weiß noch nicht was. Am besten ist, wenn wir irgendwie eine Kerze mitnehmen könnten oder irgendwie sowas. Ihr merkt das, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ne? Eieieiei. Lalalala. Das Feuer brauchen wir. So viel steht fest. Das habe ich jetzt schon verstanden, Spiel. Jetzt müsste ich nur wissen, wie ich dieses Feuer erreichen kann. Und deswegen bräuchte ich irgendwie eine Kerze. Ganz ehrlich, ich habe die Kerze nicht gesehen. Oh Mann. Die brennt jetzt schnell, das sieht aus wie ein Böller, dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Tut mir leid, bei so einem Spiel muss man auch mal auf dem Schlauch stehen, das muss man mal, ne? Und jetzt mach ich mal ein bisschen Licht, bitte. Und ich wollte nur die anzünden. Okay, was haben wir denn hier? Erstmal den Vorhang hier ab, ne? Isabelle! Ich habe ein Porträt einer schönen jungen Frau gefunden. Es steht darunter Isabella. Sie ist wahrscheinlich eine weitere Nachfahrin der McGraw-Familie. Sie hält einen Lavendelzweig in ihren Händen. Und das hier ist Lavendel. Hübscher Lavendel. Es ist bekannt, dass er Bestandteile vieler Rezepte ist. Dann füllen wir uns auch ein wenig ab. Oder wir schneiden uns was ab. Das klappt tatsächlich. Das ist gut. Oh, da liegt natürlich ein Türgriff drin. Auch nicht schlecht.
Hier fehlt ein Schmetterling. Haben wir hier sonst noch irgendetwas? Nein. Kann ich vielleicht diese Sachen in die Tasse geben? Nein, hier unten im Inventar konnte ich ja nichts machen. Dann würde ich fast sagen, gucken wir doch nochmal zu dem Stammbaum. Hier fehlt die Frau. Muss ich jetzt den Lavendel da einfügen oder was? Achso. Isabella, da. Lavendel? Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber wir haben ja einen Türgriff bekommen. Dann können wir auf jeden Fall mal draußen gucken, was da so Sache ist. Ja, öffne dich, Tür. Zeig mir dein Geheimnis. Das Gästehaus. Ah, ja. Und hier blinkt mich doch schon so eine Heckenschere an. Oh, ein Uja-Brett. Das Hexenbrett ist verblüffend. Ich brauche aber spezielle Dinge, um die Sitzung abzuhalten. Ich würde gern mit McGraw sprechen. Nehmen wir schon mal eine Tasse. Eine Tasse. Eine Tasse. Okay, kann man hier nicht die Tasse drauf bewegen? Sagt er wieder dasselbe. Was haben wir denn hier? Oh, hier muss ich wieder irgendwas brauen. Das kann ja wieder werden. Okay. Erstens hier den Trichter dran und so weiter und so fort. Kann ich das jetzt schon machen? Ja, tatsächlich. Okay, wir müssen als erstes hier diesen, das hier, das Ding hier nehmen. Da oben. Da kommt erstmal hier ran. Okay, das haben wir miteinander verbunden. Als zweites müssen wir die Flasche in den Ständer tun, einen Trichter drauf machen und die Feder. Hey, das Ding? Nein, ich muss hier einfach einen Trichter drauf packen. Ein Trichter drauf packen. Die Feder muss hier irgendwie dran. Ah, hier drüben fehlt noch dieser, der Kessel. So, dann kommt die Feder. Trichter. Wieso kann ich, wieso möchtest du das nicht spielen? Steht da so eine Anleitung. Da oben kommt ein Trichter drauf. Hier in die Bong, ne? Ach, da muss erst noch ein kleines Glas rein, okay. Geht doch nicht immer ganz raus. Hier, das kleine Glas muss hier erst rein. Da muss der Trichter drauf. Da muss die Spirale dran. Und dann müssen wir, den haben wir ja schon drin, den Schlauch noch hier reinmachen. Okay. Hier fehlen ein paar Zutaten, das war klar. Die habe ich natürlich. Was? Ohne Rezept weiß ich nicht, was ich genau tun muss. Auf jeden Fall läuft der Apparat schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Brauchen wir wieder für irgendwas ein Rezept. Hier hinten kommt der Edelstein rein. Ja, und dann drücken wir hier vielleicht zweimal drauf. Blau, lila, blau. Ja, so, was haben wir hier Feines? Ach, guck an, ein Wimmelbild. Dass ich das noch erleben darf. Ein Hofner. Bitteschön. Einen Besen. Hier ist der Besen. Und wo ist der Stiel? Hier unten ist der Stiel. Haben wir den Besen auch schon weg. Einen Stern. Sterne, damit haben sie es. Hier ist ein Wurfstern. Der wird es aber nicht sein anscheinend. Dann brauchen wir so einen Sternstern. Ne? So richtig guten alten Stern. Moment, was haben wir denn hier Feines? Hier ist noch ein X markiert. Das X markiert den Schatz, wie wir alle wissen. Was haben wir denn noch? Eine Schleife. Eine Schleife. Schleife. Stern. Hier ist eine Muschel, die wir natürlich auch brauchen. Hier ist eine Fledermaus. Ich nehme jetzt mal so die Sachen, die hier irgendwie offensichtlich sind. Ach ja. Ja, es tut mir leid. Ich habe es wieder vergessen, Spiel. Ein Herz, ein Hammer. Bist du ein Herz? Nein. Ich könnte mal ein bisschen Staub geputzt werden. Aber es sieht ja generell im Wimmelbildspielern ganz schlimm aus. Einen Brief brauchen wir noch. Hier ist ein Hammer, ne? Genau. Jetzt kriegen wir aber den Hammer, oder? Der hat hinten so ein Nagelding dran gehabt. Hier ist das Herz. Ein volles Weinglas. Hier ist der Wein. Wo habe ich denn ein Glas? Hier ist ein Glas. Achso. So, bitte. Fächer. Das ist doch hier, oder? Ist das nicht der Fächer? Erstmal nehme ich das Glas auf. Bist du ein Fächer? Jawohl.
Fischgräte. Die habe ich meiner Meinung nach schon gesehen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr wo. Da, da war sie. Okay. Einen Pfeil. Ist das jetzt ein Pfeil, der die Richtung zeigt oder ein Bogenschießpfeil? Der gute alte Bogenschießpfeil. Es ist ein Bogenschießpfeil, den wir dort haben. Hier ist der Stern. Ja, ein Brief. Ich sehe hier noch gar keinen Brief. Ich muss einen Brief schreiben. Da, auf das Papier. Hallo, ich bin Sonja, versuche mein Kind. Ja, im Spiegel. Glaubt mir kein Mensch. Mach's gut. Alles klar. Eine Teekanne. Die wird ja wohl offensichtlich... Das ist keine Teekanne. Offensichtlich, da ist die Teekanne. Eine Libelle von der Wasserwaage oder so als Flugwesen? Kleines Insekt. Ich weiß gar nicht, ob die zu Insekten zählen. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ja, die wird natürlich schwierig sein zu finden. Hier ist auf jeden Fall die Schleife. Medizinisches Symbol. Hier ist so eine kleine Krabbe auf dem Löffel. Das ist ein schöner Löffel. Bist du ein medizinisches Symbol? Nein, ein medizinisches Symbol, das ist doch diese Schlange um diesen... Stab da, ne? Hermesstab oder wie das Ding heißt. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich glaube irgendwie so... Hier unten ist so eine Schatulle. Hier ist ein Schlüssel. Hey, ich wollte die Schatulle öffnen. Macht das keinen Sinn? Könnte das da nicht drin sein? Nein. Und eine Libelle fehlt uns auch noch. So, ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier. Und gucke mal, ob ich hier irgendwas sehe. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Garnele. So Garnelenschloss, ne? Kennt man ja. Gibt es in jedem guten Baumarkt. Eine Libelle. Ich finde es auch gut, wie ich die Sachen einfach wiederhole, wenn ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Sage ich aber immer Libelle, Libelle. Schon überbrücke ich mir so ein bisschen die Zeit während meiner Suche. Und das gute alte Phänomen, ich fummel hier mit der Maus rum, gucke aber momentan hier unten. Also ich gucke gar nicht da, wo der Mauspfeil lang fährt. Hier ist eine Libelle, da guck mal. Hier, seht ihr das, die kleine Libelle hier? Tatsache, ey. Jetzt fehlt uns nur noch der Hermesstab. Ich glaube, das Ding heißt Hermesstab. Da lege ich mich jetzt einfach fest. Und wenn nicht, habe ich euch was Falsches beigebracht. Dann tut es mir... Hier, guck mal hier. Hier ist eine Schlange. Die muss ich jetzt nur noch irgendwo dranfügen. An so einen Stab. Oder hier, um das Ding. Nee. Ah, um so einen Kelch. Das ist ein medizinisches Symbol. Ein Hammer. Ich habe einen Hammer gefunden. Ich habe einen Hammer gefunden. Okay, ist hier noch irgendwas? Das Grammophon. Und Braga sagte, der Einzige, der aus der Schlüssel des Elixier der Wahrheit trank, lernte alle Wahrheiten. Selbst Lügner vergessen ihre Worte und sagen nur noch die Wahrheit. Ja, wir haben ja nur zwei neue Einträge, glaube ich, ne? Ne, den habe ich gelesen. Okay, da habe ich zugemacht. Einmal umblättern. Jemand hat die Sage von Braga niedergeschrieben. Des antiken Gottes der Wahrheit. Das ist interessant. Was passiert wohl, wenn der Dämon der Lüge das Elixier der Wahrheit trinkt? Ich glaube, ich werde eine Menge interessante Dinge erfahren, die mir helfen werden, meine Lisa zu finden. Hier hätte ich eine Grammophonnadel. Schallplatte, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden, ist in Arbeit. Das letzte Mal, dass ich eine Schallplatte angehört habe, ist schon ein paar Jahre her. Damals sind Lisa und ich ins Theater gegangen. Es war ein Puppentheater. Ach Mensch, welch ein Zufall. Das glaubt ihr doch kein Mensch. Wer hat denn den Griff vom Kleiderschrank abmontiert? Ja, und wer baut hier lauter Schlösser mit irgendwelchen Vertiefungen und all sowas? Ich tippe mal, es war einer der McGraws. Okay, wir müssen erstmal runtergehen wieder. Oder hoch und dann wieder runter. Oder ich weiß es gar nicht genau. In den Korridor, die Treppe hinunter und hier erstmal ein paar Nägel ziehen. Mit den Nägeln und den Brettern können wir die Leiter reparatieren. Vermute ich einfach mal. Jetzt ist ein bisschen hin und her gerendet. Das machen Wimmelbildspiele ja auch sehr gerne, ne? Sehr, sehr gerne wird gewimmelt. Und dann einmal bitte tackern. Ach, den haben wir jetzt verhält sehen. Und jetzt packt den danach weg. Wettig. Ja, das war klar. Hammer brauche ich nie wieder. Ich werde euch dran erinnern. Glaube ich zumindest. Genauso das Feuer. Hatten wir nicht sogar ein Feuerzeug schon gehabt? Auch weg damit. Obwohl es laufend in so einen Häusern irgendwo dunkel ist, ne? Ah ja, ist ja gut, kriegst ja deine Leiter. Ein weiteres Bild eines Vorfahren. Das ist Paul! Oh mein Gott! Auf dem Porträt steht Paul. Jetzt weiß ich, wie Paul McGraw aussieht. Und ich kann ihn in dem Porträt auf der Familienstamm einfach wiedererkennen. Was ist das denn hier? Der Stein der Weisen, Kristallkugel.
Oh, da komme ich nicht mehr hin, das ist gut. Wenn das abgeschlossen ist, das finde ich immer gut. Paul. Karl. Paul, ja. Bist du Paul, wa? Bist ja der Einzige, dem mir so ein Schild fehlt. Ordne die Namensschilder den richtigen Porträts zu. Ah, hier unten ist Paul. Das weiß ich. Hallo, danke. Das ist Paul, den haben wir eben gerade gemerkt, ne? Isabel sieht tatsächlich so aus, oder? Nee, das ist Gerda, Mensch. Wie konnte ich mich da vertun? Das ist doch die Gerda. Helga ist schon richtig. Helga ist richtig. Ach, die Isabel ist auch richtig. Victoria, da hier nur noch zwei Frauen sind, schätze ich mal, ihr beide habt euch ein wenig einen kleinen Scherz erlaubt. Einfach mal auf gut Glück versuchen, Richard und Oswald. Richard ist richtig, dann bedeutet das, du bist da oben Oswald, du bist John. Tatsache, fast. Ragnar, schöner Name. Und da kann ich jetzt den Stein der Weisen reinpacken. Oh mein Gott! Das ist Lisa. Sie ist der letzte Nachfahre der McGraws. Ja, das ist meine Lisa, aber was macht sie unter den Familienporträts der McGraws-Familie? Und der Text, der letzte Nachfahre der McGraws. Ich werde mich eine Minute zurück erinnern, wie ich Lisa getroffen habe. Ich war es müde, nur zu hoffen und entschied mich für eine Adoption. Ich ging zu einem Waisenhaus und hoffte, dass mein sehnlichster Wunsch nach einer Tochter sich bald erfüllen würde. Die Leiterin des Waisenhauses, Mrs. Jones, war eine sehr nette Frau. Sie machte sich mit meinen Dokumenten und Empfehlungen vertraut und versicherte mir, dass sie mir bei der Option eines Mädchens behilflich sein werde. Meine liebe Sonja, du hattest recht, zu uns kommen. Schau dir ein bezauberndes kleines Mädchen an. Wer ihr auch mögt, macht euch alle Dokumente für eine Option fertig. Ich muss so schnell lesen, weil es so schnell abhaut. Als ich das Foto von Lisa gesehen hatte, waren all meine Zweifel verflogen. Das Mädchen war ein süßes Wunder. Mein Herz sagte mir, dass dieses Mädchen meine Tochter war. Ich hatte so viele Fragen und wollte so viel über Lisa wissen wie möglich. Mrs. Jones, mein Herz sagte mir, dass ich eine wundervolle Mutter für Lisa sein werde. Und wer könnte so ein süßes Mädchen schon nicht wollen? Wie kann sie in ein Waisenhaus? Wer sind ihre Eltern? Bitte erzählen Sie mir so schnell alles wie möglich. So schnell alles wie möglich. Das ist eine faszinierende, traurige Geschichte, meine liebe Sonja. Leider kann ich sehr wenige Dinge darüber sagen. Es ist nicht viel über das Mädchen bekannt. Eines Morgens wurde sie von einem Mitarbeiter des Waisenhauses auf der Veranda gefunden. Oh mein Gott, sie wurde ausgesetzt von den McGraws. Das arme Ding lag in einem Korb, auf dem Lisa geschrieben stand, und sie weinte bitterlich. Wir nahmen sie ins Haus. Das Mädchen war gesund und ich habe keinerlei Zweifel, dass sie ein wundervoller. Meine liebe kleine Mädchen, jetzt hast du eine Mama, die dich über alles liebt, und jetzt gehen wir nach Hause, mein Engel. Oh, ist das schön. Die Lisa hat eine Mama. Fesse direkt mal an die Brust. 10 Jahre sind vergangen, aber ich erinnere mich noch. Vergangenheit zu bringen, aber ohne Erfolg. Bald gebe ich Versuch auf und erfreue mich an der Ausbildung meiner Tochter, die mich ein wenig sexuell nötigt. Also das Geheimnis in Lisas Vergangenheit. Sie ist ein Nachfahren der alten McGraw-Familie. Die einzige lebende Nachfahrin. Oh mein Gott. Und Mr. McGraw aus dem Spiegel hat sie geholt. Einige interessante Fakten sind klar geworden. Lisa ist eine Nachfahrin der alten McGraw-Familie. Der junge Graf ist wohl ihr direkter Vorfahre. Und da Johns Todesdatum unbekannt ist, scheint er noch am Leben zu sein. Er müsste also jetzt fast 187 Jahre alt sein. Oh my fucking God. Oh, was ist jetzt los? Ich hab's kaputt gemacht. Oh mein Gott. Gruselig. Und dahinter ist irgendwas. Was? Kleiderschrankknauf. Ich habe den Kleiderschrank gefunden. Okay, danke, liebes Spiel. Raus. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich gehe jetzt in Richtung des Kleiderschrankes, der sich hier hinten befindet. Dort ist der Kleiderschrank. Aber hier werde ich erstmal wieder die kleine Aufnahmesession beenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgerätselt. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch weiterhin. Lasst mir mal ein kleines Kommentar da, das würde mich freuen, weil so viele Aufrufe, da muss ja wer gucken und wie euch das gefällt, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Vertrag mit dem Teufel, euer Freak. Oder euer, wie hieß der denn von X-Factor? Jonathan Frakes, ne? Oder Franks? Euer Jonathan Franks. Auf Wiedersehen.